Ich bin Walter. Ich möchte euch heute das Kampfschiff die Bismarck vorstellen. Das Kampfschiff ist von Revell und im Maßstab 1 zu 700. Das bedeutet, auf dem Bausatz ist 1 cm in Wirklichkeit 7 Meter. Hier unten sieht man, vielleicht etwas schlecht, einzelne Teile des Schiffes. Hier rot angemalt, hier auch. Die Schiffsschrauben sind golden und der Rest ist grau-weiß. Jetzt packen wir das mal aus. Ich hole erst mal die Teile raus. Hier. Das hier ist erstmal das hier. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Können wir später noch sehen. Hier das Schiff. Da sieht man erstmal die Länge. Ungefähr so. Das sind die größten Teile. Da ist sogar noch was. Ach ja, klar, die Anleitung und die Kleber und hier natürlich viele Kleinteile. Mal sehen. Mal gucken. Okay, das ist für die Sicherheit. Damit kenne ich mich aus. Und Kleber. Gut, hier sind die Kleber. Hoffentlich sieht man das ordentlich. Ja, die Kleber tue ich jetzt erstmal zur Seite mit der Bausatzverpackung. Das hier auch. Ja, packen wir erstmal auf. Natürlich schön vorsichtig, damit nichts kaputt geht. So. Also, was haben wir hier? Ich weiß jetzt nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, mal sehen. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Das können wir ja noch sehen. Noch zwei andere Teile. Also, ja. Ich habe das Schiff noch nicht aufgebaut gesehen. Deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Jetzt mal das auspacken. Das ist alles mit Kleber zu. Ach, das... Mal sehen, das ist mehr, sagen wir klar, und ganz viele Kleinteile, ne? Da können wir dann beschäftigt sein, obwohl es geht, wenn ich mich ranhalte, würde schon, hier sieht man die Schiffe, die kleinen, hier auch, die kommen dann so ungefähr aufeinander, ja, passt sogar. So, und jetzt kommt das ganz Wichtige, packe ich erstmal aus. Oder auf jeden Fall der Hauptteil. Nämlich der Rumpf. Oder das Deck. Nochmal. So, damit geht's schneller. Mal sehen. Jetzt soll ich besser vorsichtig sein. So. Mal sehen, das ist der Rumpf. Wir stecken ihn mal zusammen. Ja, passt. Sieht irgendwie aus wie ein kleines Boot, wenn man sich so vorstellt, man steht da drin. Aber ist es natürlich nicht. Hier, das kommt dann noch rauf. So, das ist jetzt hier auch die Anleitung. Deutsch und Englisch. Da steht einfach die Geschichte, technische Daten und jetzt nochmal das Bild zu sehen. Hier sind die Warnhinweise in allen verschiedenen Sprachen und hier die Symbole, die verwendet werden. Da werde ich einfach gucken, falls mir die Symbole über den Weg laufen. Ich werde den Bausatz nicht bemalen, damit es schneller geht und ich möchte ihn einfach vor mich hin basteln. Deswegen habe ich auch den Bausatz von meinem Vater bekommen. Es ist sonst sehr langweilig. Hier sind die Farben, die uns jetzt aber nicht interessieren. Hier, was es alles zu geben braucht. Ich schätze mal, das ist alles vorhanden. Sieht so aus. So. Hier beginnt es schon. Hier sieht man nochmal die Farben.
Wie man das alles machen muss, mache ich aber wie gesagt nicht. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal hier den Rumpf vom Schiff. Wie rum ist das jetzt hier? Das ist so rum, genau. Und dann ist das so. Ah, und da kommt das ins Spiel, wo ich mich schon gefragt habe, was das ist. Ich kneife das jetzt erstmal ab. Kleinteile. Mit meiner Kneifzange. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wozu das hier gut ist. Das ist hier der Ständer. Den werden wir auch noch anbauen. Ja, aber jetzt noch nicht sofort. So. Das kommt. Oh, da muss ich nochmal feilen. Hier hin. Und das kommt dann hier hin. So, Pfeile, 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 Pfeile. Wo ist die blöde Pfeile? Ach, da ist die Pfeile. Dankeschön, Kameramann. Ich feile das jetzt erstmal ab. Ja, da muss ich sogar noch mit dem Messer rangehen. So, ist eigentlich sogar überflüssig, dass ich das mache. Wenn man mal bedenkt, dass man das gar nicht sieht, ist es ja viel wichtiger, dass es auch wirklich zusammenpasst. Das kann ich gleich mal austesten. Kann ich mal sehen, wie das aussehen soll. Ach so, puh. Das kommt hier rauf. Ja, perfekt. Das muss ich dann festlegen. Und hier das andere. Das passt nicht ganz. Hier, da muss ich mit der Pfeile auch wirklich rangehen. Und das ist wichtig, dass das passt. Hier ist jetzt geglättet. Mal schauen. Nee. Hab ich irgendwas gehört? So. Doch, das sitzt. Ja, das sitzt. Gut. Ich würde sagen, wir kleben jetzt auch direkt. So, hier ist der Kleber. Ich weiß jetzt nicht, ob er funktioniert. Oh, warte mal kurz. Ist mir mal was aufgefallen? Ich brauche noch mal die Pfeile. Hier. Das konnte ich jetzt so sehen gerade. Ist mir noch aufgefallen. Oh ja, und wir sehen, das hat verschiedene Längen. Mal gucken. Ah, das kleine kommt hier hin und das große hier. Da muss man auch immer höllisch aufpassen, dass man auch über so Kleinigkeiten das herausfindet. So, funktioniert der Kleber? Wo probiere ich das denn jetzt aus? Nein, ist fest. So, ich würde mir jetzt hier nochmal ein Stück Papier nehmen und das jetzt noch einmal ausprobieren. So. Ja, jetzt dürfte es gemacht sein. Das lege ich hier zu. Übrigens, man sollte immer alles dabei haben. Ah, ja. Alles da haben. Ich habe hier auch Kneifzangen, die könnte ich vielleicht gleich gebrauchen. Ich habe nicht nur Flüssigkleber, ich habe auch Tesafilm. Und Blatt Papier braucht man natürlich und alles andere auch. So, funktioniert es jetzt hier. Gut. Mal sehen. Das muss ich ja dann auch noch kleben. Ich würde das sogar zuerst hier zusammenkleben. Das wäre sehr viel klüger.
Lass mich mal gucken. So, jetzt habe ich es wieder auseinander gemacht. Ach man, das ist echt blöd. So. So sitzt es. Da kann ich auch gleich die Kneifzange für brauchen. Das passt dann auch noch rein. Wir müssen es einfach mal riskieren. Aber das passt ja. Dann klebe ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, hier so lang. Ich glaube, das seht ihr nicht richtig. So, jetzt. Jetzt sollte ich mal die Anleitung wegtun. Mach ich gleich. Jetzt ist es zu spät. Das kriegt er dann gleich. Papier, Papier, Papier. Achso, das ist ein Teil. Nee, oder? Doch, das ist ein Teil. Achso. Ich dachte, das wäre ein ganzer Klecks. So. Jetzt Vorsichtigkeit gefragt. Dass man nichts falsch setzt. Obwohl es dann auch nochmal auseinander nehmen könnte. So. Und jetzt hier mal die Zange, die Kneifzange. Ich hoffe, das funktioniert. Aber die rutschen ab. Mist. Ich glaube, ich mache das irgendwie falsch. Nein, eigentlich nicht. Warum halten die nicht? Das gibt's doch nicht. Das ist echt blöd. Ich glaube, ich muss mal den Tesafilm hier benutzen. So. Der ist auch schon aus dem Rahmen gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen gedacht, dass ich das brauche. So. Hier habe ich noch was. Perfekt. Ich muss ja auch erstmal den Kleber einziehen lassen, aber ich will schon mal die beiden anderen Teile aufmachen. Zum einen, weil ich euch nicht warten lassen will, und zum anderen, weil ich da noch was verändern könnte, falls irgendwas falsch sitzt oder so. So. Das ist das kleinere. Das sieht man vielleicht. Hier, dass es schmaler ist als das. Ich tue es jetzt hier rein. Meine Hand ist jetzt im Weg. So, so sieht es. Das klebe ich mir gleich mal fest. Ich muss leider nochmal abmachen. Kleber, Kleber, Kleber. So. Perfekt. Und ich mache auch gleich das andere ran. So. Sitzt auch. Nochmal abmachen. Und gleich sitzt es. So, jetzt. Perfekt. Jetzt geht's weiter. So, ich mache auch manchmal Pausen. Ich habe jetzt hier in meiner Pause nochmal den Kleber ein bisschen anders stabilisiert. Nehmen hier doch nochmal die Kneifzange. Vielleicht hält sie ja jetzt. Nee, das ist einfach nicht dafür geeignet. Okay, da müssen wir einfach hoffen. Hier, das sitzt eigentlich. Ich mache jetzt nochmal extra Kleber. Hier unten. Ich könnte auch meinen anderen Kleber nochmal ausprobieren, den ich noch parat habe, aber das sieht schon mal gut aus.
Es ist immer ganz wichtig, nur so als Tipp, dass diese beiden Sachen wirklich super sitzen, weil das einfach die Grundlage für das ganze Schiff ist. Wenn da irgendwas nicht sitzt, dann ist das ganze Schiff so ein bisschen im Eimer. So, weiter geht's. B14. Ich soll das vielleicht mal sortieren. Da habe ich jetzt keine Lust zu. D. C. Dann müsste das mal B sein. Ach, D. Was ist das? Jetzt steht es auch nicht da. Ach doch, B. B, sehr gut. B. 14. Ach komm, da. Nee. Doch nicht. Da, 14. Abkneifen. Haben wir die Kameraperspektive gewechselt. Ich habe das Teil hier mit euch jetzt gerade gefunden. Und knüpfe es auch gleich mal ab. Ja. Ja, das kommt hier oben ran. Guck gleich mal, ob das passt. Wie kommt das denn ran? Ach so. Ach, das sitzt nicht. Ah, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, jetzt stört mich auch noch der Kleber. Das kommt so und dann müsste es hier ein. Da muss ich nochmal ein Spezialgerät benutzen. Also, das nennt man eigentlich nicht wirklich Spezialgerät, sondern ein Saugringsette. Einfach, damit ich es hier besser aufmachen kann. So. Ah, jetzt sehe ich schon, hier, das ist, hat extra. So ein Raster, obwohl es nicht wirklich richtig einrasten, aber ich muss sie auch kleben und nicht einrasten. So, ich gehe gleich mal. Ich probiere auch gleich mal den anderen Kleber aus, damit ihr auch mal sehen könnt, wie der andere Kleber funktioniert. So. Sitzt. Da muss ich nochmal nachkleben. Hier sehe ich mal den anderen Kleber. Das ist natürlich noch für Feinheiten. Könnt man auch mal sagen, welchen Kleber ich benutzen soll, welcher besser für euch ist, welchen ihr besser findet. Dann weiß ich das auch und kann es dann auch respektieren und machen. So. Man sieht jetzt nicht allzu viel, was ich verändert haben soll, aber es ist einfach B7. B. Wo ist hier B? Ach, B hatte ich doch gerade erst. Wo ist B? Ist das hier B? Das ist D. C. Ach, wieder so eine lange Suche. C. Ach, hier dürfte dann. Nein. Bin ich blöd. Manchmal. B. 7. B7. Und B6. Hier. 7, 6. B4. B4 ist hier. Auch noch B5. B5, genau. Ja, das ist es erstmal. Und dann auch G15 zweimal. Ich mache erstmal die ab, aber nur zwei, damit ich da nicht durcheinander komme.
Ich mache das hier übrigens, weil es mir einfach riesen Spaß macht. So ein bisschen als Hobby. Aber diesen Bausatz, den mache ich nicht extra irgendwie, um ihn besonders gut zu machen oder so, sondern einfach mal um zu basteln. Weil es nervt echt, wenn man nicht vorankommt. Und das kommt man nicht immer, wenn man die ganze Zeit klebt und dann möchte man noch malen, macht man noch Extras. Dann kauft man sogar noch extra Figuren, obwohl das eigentlich auch ganz cool, ganz schön cool ist. So, und dann noch natürlich die ganzen Kleber und Farben und alles. Dann nochmal dies und das und dann noch ein Extra. Und immer die Farben mischen, das ist auch unglaublich. So, fahren wir sie fest. Hier haben wir erstmal, ach, was habe ich denn jetzt abgemacht? 9, genau, 9 ist... 9? Ne, 6. Ich dachte es gerade schon. 6. Das ist hier. Jetzt mache ich 7 ab. Übrigens, der Kameramann da, der das hier alles filmt, das ist mein Vater. Hallo. So. Noch mal ein bisschen feilen, damit es auch schön gerade ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sein soll. Oh. Ups. Soll das so sein oder nicht? Das ist die Frage. Nein, das soll... Achso, das soll nicht so sein, aber das andere soll so sein. Also das kann weg. Dazu brauche ich nochmal das scharfe Messer. Ups. Das geht jetzt nicht besser so. Ich zeige euch jetzt nochmal die Anleitung. Hier. Warte mal kurz. Hier ist schon 3, wo mein Finger hin zeigt. So, ich nehme jetzt das wieder weg. So. Lass ich gleich mal hier nebenbei liegen. Das ist jetzt das Teil 7. Das kommt so. Ich guck gleich mal, ob das passt. Ja, passt. Und nochmal die anderen beiden Teile. Frag mich, was das sein soll. Das kann ich hier später nochmal gucken. Es ist immer sehr wichtig, dass man feilt, denn ich habe das schon mal erlebt. Ich habe einen Bausatz gebaut und es hat einfach nicht gesessen. Und dann kam ein Lehrer, ich habe nämlich so einen Bastellehrer, und sagte mir, dass es nicht sitzt, weil da ein Teil ist. Das habe ich mir richtig abgeknipst und das stört das einfach alles. Und da sollte ich dann mal feilen. Manchmal braucht es auch einen zu lang, hier geht es relativ schnell. Aber es ist einfach sehr wichtig, dass es schön geglättet ist und so, wie man es haben soll. Man muss aber aufpassen, dass man nicht das Falsche abschrubbt. Dass es dann vielleicht ein kleines Teil ist, was man braucht. Aber das ist selten der Fall. Und mir ist es noch nie passiert, dass ich da was falsch abgeschrubbt habe. So. Nur, dass ich zu wenig abgeschrubbt habe. Aber das kann man ja immer noch ändern. So.
Ach doch. So, das ist ab. Super. Gibt hier so Feinheiten, die kann man jetzt hier nicht so richtig sehen, schätze ich mal. Ja. So. Und. Ach ja, das war schon. Wo ist jetzt andere? Ach hier. So, jetzt geht's darum, wie mache ich die daran? So klebe ich sie jetzt gleich aneinander. Und dann hier. Hier auf das Schiff in diese Einkerbung rein. So, ich habe übrigens in Erfahrung gebracht, dieser Kleber, der klebt langsamer. Also, wenn ich etwas Großes klebe, wie das hier, und ich den raufsetze, dann zieht er nur langsam ein und ich habe Zeit. Bei diesem hier, der zieht eben schneller ein. Deswegen benutze ich jetzt auch den hier, einfach zur Sicherheit. So. Ich klebe das hier einfach einmal durch. Manchmal werden auch die Hände dadurch dreckig, aber das muss man eben ertragen. Und das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als ob man sich nicht die Hände waschen würde. So. Ich mache auch gleich noch das andere. Ohne Stopp. Ohne Stopp meine ich. So. So. Jetzt komme ich schon manchmal durcheinander. Weil so viele Seiten. Nein, nur zwei Seiten hat, aber das ist manchmal echt verwirrend. Und hier habe ich jetzt einige Probleme. Ja, super. Sieht nicht ganz hübsch aus, aber man sieht es auch nicht so richtig. Bin übrigens auch nicht irgendwie ein Profi oder so, falls ihr das denkt. Also, ich bin echt hier nicht der Beste, muss ich sagen. Aber es macht Spaß. Und das reicht mir vollkommen. So, hier vielleicht sieht man das mal. Ups. Das passt. Sitzt wie angegossen. Ich würde jetzt noch hier den Kleber rummachen, da können die sogar den nehmen. Einmal was feiner ist und was schneller geht. Dieser hier. Mal sehen. Oh, der sitzt nicht ganz, ne? Da habe ich was falsch gemacht. Ach doch, sitzt. Sitzt auch, aber hier ist es ein bisschen verruckelt. So. Jetzt ist gut. Ich setze gleich mal auf. So. Ist ein bisschen blöd so jetzt, aber. Na, ich mach's mal so. Ich mach den nochmal ab. Und benutze erstmal nochmal den. Hierfür. So. Jetzt setze ich es rauf. Und jetzt, also jetzt lass es kurz einziehen, machst das gleiche beim anderen. Und dann benutze ich den noch für die Feinarbeiten. Sozusagen. Da. Ich würde es jetzt erstmal trocknen lassen. Und wir machen dann morgen weiter. Ja, Nummer 3, da sind wir noch nicht mal fertig. Also besonders die haben wir ja noch nicht geschafft. Aber das wird schon. Gut. Wir sehen uns morgen wieder.